herzlich willkommen zu diesen Federal Network Nachrichten aus unserem Studio in Los Santos, San Andreas. Streetminer.de. Nach aktuellen Informationen befindet sich Streetminer.de immer noch im Wartungsmodus. Politik. Die Wahl am Sonntag wurde in Nordrhein-Westfalen mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung abgeschlossen. Wegen der Corona-Krise wurde die Briefwahl als bevorzugtes Mittel benutzt. Neue Wahlen des UGF-Sicherheitsrates. In den nächsten Monaten nach der föderalen Flottenwoche, welche am Dienstag anfängt, wird der Sicherheitsrat der Föderation neu gewählt. Altbekannte Nationen sind wieder unter den Wahllisten zu finden. Aktuelle Lage der Galaxis. Nach Bekanntgabe von neuen Informationsquellen, welche eine Medienblockade verhängt hat, gibt es die Tarajanische Liga nicht mehr. Diese ist durch interne Politkämpfe auseinandergebrochen und die Territorien dieser Liga wurden aufgeteilt durch andere Parteien, darunter die Hanur-Koalition. Wir wissen nicht genau, wie es jetzt weitergeht mit den Bevölkerung der ehemaligen Liga. Was wir aber beobachten konnten, letzten Monate lang, dass jedenfalls auch in der Yutai-Liga und der Jaraenischen Föderation auch Spaltungen sich befinden. Wir hoffen, dass diese Spaltungen nicht eintreten bzw. auch bei uns vorhanden sind. Während des Krieges mit der Hanmur-Koalition konnte die Hanmur Cooperative wieder zurückgeschlagen werden und hat wieder ihr ehemaliges Gebiet zurückerlangt. Während wir weiter im Vormarsch der Hanmur-Koalition befinden. Das waren aktuell die wenigsten Informationen, die wir zur Verfügung haben, aufgrund der letzten Medienblockade, die ein paar Monate lang angedauert hat. Es tut uns natürlich leid, dass wir wenig anbieten können für diese Nachrichtenfolge, aber wir hoffen, dass wir weitere Informationen für euch bereithalten können. Hier haben wir noch meine Information über die bevorstehende Festlichkeit am 15.09.2020 bis zum 21.09.2020. Und zwar feiert die Föderation ihre 110. föderale Flottenwoche. Es sind viele Gäste geladen und man hofft, dass dieses Ereignis den Krieg mit der Hanmur-Koalition weiter beenden kann. Viele in der Föderation und auch außerhalb der Föderation und Hanmur-Koalition drängen auf einen Friedensvertrag mit Herstellung der alten Gebiete, ohne dass beanspruchtes Gebiet eingenommen werden kann. Das waren die Kurznachrichten des Federal Network